Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute in der Ruhreifel unterwegs, genauer gesagt in Widdau, und wir gehen die Abenteuertour Monschau Teil 2 von Mr. Pfade. Die Strecke ist 17,5 Kilometer lang und führt uns über 500 Höhenmeter. Und heute haben wir auch einen besonderen Gast dabei, und zwar den Thomas von Wandern und Camping. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann bleibt dran. Wir sind ungefähr bei der Hälfte der Strecke und kommen zum Zwischenfazit. Ja, es gibt auf jeden Fall schmale Pfade und auch sehr schöne Wasserläufe, das gefällt uns gut. Und Monschau ist natürlich auch ein sehr schönes Städtchen, da lohnt es sich auch mal einen Besuch abzustatten. Ja, und wir haben auch so ein bisschen Aprilwetter jetzt mitten im Juli. Ist aber gar nicht so schlimm, denn die Runde geht ja größtenteils durch den Wald, ne? Und man hat mal so ein paar sonnige Abschnitte, dann ist es wieder ein bisschen bedeckt. Gerade eben kamen sogar ein paar Tröpfchen Regen runter, aber die bekommt man außer jetzt in Monschau gar nicht so richtig doll mit. Ne? War also eigentlich soweit ganz in Ordnung. Ja, und wir hoffen, dir hat es bisher auch ganz gut gefallen. Ist eine wirklich schöne Tour, ist wirklich abwechslungsreich. An den Fluss lang, an der Ruhr, ohne Haar. Dann an die Felsen, an die Klippen. Ja, das macht schon Spaß hier.
Auf jeden Fall. Ne? Also man kommt auf jeden Fall auf seine Kosten. Es ist so eine typische Mr. Fade-Tour halt. Schön abwechslungsreich, ne? Von allem was dabei. Ja. Ja, und was fehlt da natürlich zu so einer guten Tour? Ein leckeres Bierchen. Nicht, dass ihr denkt, wir hätten den guten Thomas jetzt vergessen. Er wollte nicht, er ist freiwillig abstinent. Genau. Deswegen müssen wir dem Thomas jetzt leider einen vortrinken. Und an der Stelle vielleicht einen ganz lieben Gruß an Heidi und Mike. Bei denen waren wir vor kurzem im Saarland gewesen und die haben uns da wirklich einen wunderschönen Abend bereitet und darüber hinaus noch ein tolles Bier mitgebracht, und zwar aus dem schönen Hamburg trinken wir, genau, das leckere Duckstein, und zwar das Rotblond. Da sind wir schon ganz gespannt. Ich glaube, das hat mir bisher noch nicht getestet. Ich wüsste nicht. Hier wird es angepriesen als weich, karamellartig. Mit einer feinen, bittere und leichten, fruchtigen Aroma. Ne? Und es ist auf Buchenholz gereift. Und auf also Buchenholz. Was ganz Besonderes. Können wir dich vielleicht doch noch rumdrehen? Nee. Ich trinke keinen Alkohol, das weißt du. Das habe ich vorhin gesagt. So, dann. Genau, wollen wir das mal probieren. Genau, und es ist auch wie so ein königliches Siegel verschlossen hier vorne. Genau, wollen wir das Siegel mal brechen. Ich bleib hier bei meinem Mineralwasser. Ja, genau. Prost, Rösterchen. So. Oh ja. Feine Bittere kommt also wirklich richtig gut rüber. Ne? Ja. Also es ist ein sehr feinherber Geschmack. Und auch sonst, also diese Karamellnote, also ist relativ dezent, muss man sagen. Also das ist jetzt nicht wie bei so einem Stout oder bei irgendeinem Dunkelbier, was einem so richtig erschlägt, sondern richtig schön subtil. Genau. Hat auch gar nicht so viel Alkohol. Genau, 4,9. Genau, dafür. Ja. Hm. Jetzt müsste ich natürlich lügen, dass ich das schmecke, dass es auf Buchenholz gereift ist. Ne? Aber das muss man sich jetzt dazu denken. Vielleicht ist das diese feine Bittere, weil das hebt sich ja von anderen Bieren oder von der anderen Bitterkeit etwas ab. Hm? Ja, aber es ist echt super lecker. Also kann man wirklich sagen, Heidi und Mike, da habt ihr uns was Feines kredenzt. Genau. Ja, also wirklich lecker. Also es ist auch noch süffig dabei. Okay. Das musst du jetzt so glauben. Wenn du das sagst, hört sich gut an, was du so erzählst. Genau, aber ich würde sagen, wir genießen jetzt noch hier ganz in Ruhe unser Bier, essen vielleicht auch noch was und dann geht's auch auf die zweite Hälfte.
Ja, wir sind jetzt am Ende der Wanderung und kommen zum Fazit. Es ist eine sehr pfadreiche Wanderung, die überwiegend durch den Wald führt, auch schöne Aussichten bietet und auf jeden Fall Trittsicherheit erfordert. Ja, das wäre auch der erste Tipp von uns. Zieht euch auf jeden Fall festes Schuhwerk an und wie Froni schon sagte, Trittsicherheit ist nicht verkehrt. Dann hätten wir den Tipp für euch, falls ihr einkehren möchtet, dann gibt es hier am Schluss im Restaurant Grünenthal die Möglichkeit. Da wäre auch ein Parkplatz, allerdings zwischen Donnerstag und Sonntag ist der gegen Gebühr, Montag bis Mittwoch ist der frei. Es gäbe aber auch noch die Möglichkeit in Monschau einzukehren und natürlich auch doch noch so einen kleinen Stadtbummel zu machen. Ja, ich bin fürs Negative heute eingeteilt worden. Ich mach's mir einfach. Ich konnte hier nichts Negatives finden an der Tour. Die war spitze. Da gibt's nichts. Wir haben alles Mögliche gesehen. Und wer sich hier beschwert, dass er zu wenig sieht, der muss halt woanders gucken. Oder die Brille putzen. Genau. Dafür gibt es sehr, sehr viel Positives zu sagen. Allen voran natürlich der richtig hohe Pfadanteil, der uns echt gut gefallen hat. Dann die vielen schönen Aussichten. Und dann natürlich auch noch Monschau, eine richtige Perle der Eifel. Ja, wir haben so zwischen 8 und 9 Punkten geschwankt, aber wegen der vielen tollen Erlebnisse, die wir heute hatten, geben wir der Tour gerne 9 von 10 Punkten. Ja, dann natürlich auch vielen Dank für deine Begleitung, Thomas. Also sehr uns gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ja, und wer Thomas noch nicht kennt, also Thomas Wandern und Camping wird auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Also da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung und wenn ihr wollt, gerne wieder. Sehr gerne, egal ob Eifel oder Harz. Genau. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren.